So, liebe Triathlon-Freunde, Ironman Frankfurt, das heißt großer Feiertag für Fahrradtechnik-Fans, denn diese Wechselzone, in der wir hier stehen, ist eine der spektakulärsten, die es auf der ganzen Triathlon-Welt überhaupt gibt. Unfassbar viel cooles Material, von ganz alt bis ganz neu, von kurios bis perfekt ausgestattet. Und wir nehmen euch jetzt mal mit und zeigen euch mal, was wir hier so gefunden haben. Und es geht nämlich schon gleich am Anfang los. Der Teufel fährt ein Tomasini, 666, Number of the Beast, schön mit Stahlgabel, so ist der Spirit. Und wenn man sich dann weiter anguckt, was hier alles rumsteht, dann gibt es natürlich für alle nur ein Ziel, oder für die meisten, Burning for Kona. Man soll Gels ja immer ein bisschen anwärmen, ne? Dann gehen sie besser durch die Flasche. Ich weiß nicht, ob es so eine gute Idee ist, sie schon am Tag vorher in die pralle Sonne zu tun, aber sieht man immer wieder. Flüssigkeit ist noch keine drin. Schauen wir mal, ob das morgen noch in der Konsistenz ist, wie es heute reingepackt wurde. Er ist im Auftrag des Herrn unterwegs. Das hat mir gut gefallen. Supermaus wollte ich gerade sagen, aber es ist Supermans Little Girl. Ne? Keine Folie, kein teurer Lack, kein ist alles neu. Einfach Stift genommen und drüber gepinselt. Aber wenn die Botschaft stimmt, geht es auch so. Burning for Kona in einer ganz anderen Variante. In der Heavy Metal Flammenversion. Aus dem Track Speed Concept Store. Da kann man sich einmal richtig austoben, wenn man sich einen Track zusammenstellt. Gute Wahl. Geiler Lack ist immer das Stichwort, wenn wir durch die Wechselzone gehen und suchen. Und hier haben wir mal richtig geilen Lack. Hat sich einer die Arbeit gemacht, Marco heißt er, ich habe ihn vorhin kurz getroffen. Einmal komplett neu lackiert, also keine Folie, kein nix, sondern einfach eine komplette Sonderlackierung. Hat auch ein paar Scheine gekostet. Hier, man sieht es mit den neuen Decals in Gold. Alles abgechangiert von lila bis blau mit Grüntönen drin, leicht orange. Ja, nicht schlecht. Und ein kleines Detail ist auch immer wichtig. Man sagt ja immer so, Ventilkappen sind immer das Erste, was runter muss. Aber wenn die Ventilkappen in Wagenfarbe sind, dann geht's. Guter Mann oder gute Frau. Auf jeden Fall guter Trainingsplan. Es gibt ja Räder, die haben kein Trinksystem. Da muss man sich was überlegen. Man muss sich eins ranbauen. Oder zwei, hat sich der Athlet oder die Athletin gedacht, die dieses Rad hier fährt. Das neue Orbea ist einfach so gebaut worden, dass man sagt, der Fahrer oder die Fahrerin sollte sich eine Between-the-Arms-Lösung überlegen. Aber hier haben wir nicht nur eine Between-the-Arms-Lösung mit sehr, sehr gut gepolsterten Armschalen, sondern eben auch noch ein zweites System, das sich hier aufs Oberrohr geschnallt befindet. Ne? Ich nehme an, der Gedanke ist, eins Wasser, eins Gel, hast das eine, kannst du mischen. Tipptopp. Vorbereitung ist alles. Proteinriegel, Energieriegel und Müsliriegel. Und Salztabletten. Alles am Start. Naja. Freie Auswahl. All Black. Direktem Weg von Neuseeland wahrscheinlich. Stark. Hier auch wieder absoluter Blick fürs Detail gehabt, ne? Das liebe ich. Schön auf der anderen Seite zumindest hier goldene Schrauben, da goldene Schrauben, Trinkflaschenösen goldene Schrauben, goldener Steuerrohrdeckel und ein goldener Bremszug. Da hat sich jemand Gedanken gemacht. Stark. Scanner ist angeworfen. Mal gucken, ob uns was unter die Nase kommt. Wenn ich mal groß bin, ne, dann kaufe ich mir auch irgendwann ein Linsky Titanrad. Unfassbar cool finde ich das jedes Mal, wenn man es sieht. Es wird leider immer weniger in den Wechselzonen dieser Welt, aber wenn ich mal eins sehe, dann ist echt Begeisterung. Also ich meine,
Man muss schon wahrscheinlich technikverrückt sein, um sich für Schweißnähte begeistern zu können, die in sanft geschwungenen Linien aneinander sind. Das sind einfach handwerkliche Meisterwerke, die irgendwie in kleinen Schmieden in Amerika hergestellt werden. Und wenn man sich so ein Rad gekauft hat, dann kauft man sich sein ganzes Leben kein anderes mehr. Und dazu auch noch wirklich Gas gegeben, schön die Zughüllen, rot und schwarz, alles mit aufgenommen, genau wie die Decals von Linsky. Chris King natürlich, geht nichts anderes hier im Steuersatz, klassisch noch. Außen liegen wunderbar. Also, und dann auch noch mit Campagnolo ausgestattet, sehe ich gerade. Das ist ein Rad für Chefstyler, definitiv. Aber eben auch für Menschen, die sagen, ich entziehe mich diesem ganzen modernen Aero-Kram und kaufe mir was, was einfach fürs Leben ist. Einmal gekauft, nie wieder was anderes. Also, starkes Rad, mein Lieblingsrad hier heute in der Wechselzone. Jetzt bin ich selig. Cooles Lenkerband. Ich weiß noch eins. Hier. Das ist eine Entdeckung. Ein Pali hat damals, ich kann das Jahr nicht genau sagen, aber auf der Eurobike Innovations Award gewonnen. Das war nämlich das erste Triathlonrad mit serienmäßigen Scheibenbremsen. Hier auch noch, man sieht es hinten reingeguckt, mit Zügen dran, mechanische Scheibenbremsen, weil hydraulische gab es damals noch nicht für Zeitfahrräder. Und da haben sie halt erstmal sich beholfen mit mechanischen, weil sie gesagt haben, bremst im Zweifel auch erst immer besser als das, was man so vorher auf der Felge kannte. Sehr, sehr cool ausgestattet hier, schön mit Chris King-Narben, die Laufräder von Envy aufgebaut, passend zur Rahmenlackierung. Das ist schon ein Highlight, ne? Und auch wenn heute ist es mehr oder weniger Standard, aber auch gleich hier schon beim allerersten Rad mit Scheibenbremsen, gleich Abdeckung, Aero-Abweiser hinten dran. War schon eine interessante Variante auf jeden Fall. Das Klebeband hier vorne, stylmäßig noch nicht ganz weit vorne, aber wahrscheinlich fällt sonst einfach der Deckel dahinter ab. Oha, was haben wir hier? Den Lieblings-Peanut-Riegel obendrauf und einen Becher. Für? Nüsschen vielleicht. Wer weiß. Ein Nussliebhaber. Das habe ich auch gesehen vorhin. Sehr interessant. Ich weiß nicht, was eingewickelt wurde, aber offensichtlich nach einem sehr strengen Plan 6 Portionen mit irgendwas. Ich habe keine Ahnung, was sich darunter befindet. Vielleicht, wenn ihr einen Tipp habt, schreibt es in die Kommentare. Aber irgendwas scheint da so wichtig zu sein, dass auf jeden Fall aufs Oberrohr muss. Ein altes Prinzip, ja. Ganz alte Alu-Marke aus Dänemark, oder was heißt ganz alt, aber Alu-Pioniere und auch schon ganz früh dabei, Triathlon-Räder zu machen. Ganz früh sieht man auch deshalb, dass das Vorderrad kleiner ist und das Hinterrad auch. 26 Zoll, kennt heute kein Mensch mehr, früher Standard im Triathlon. Also hier spannend zu sehen auf jeden Fall, alte Synchros-Teile, Syntace-Vorbau, so sahen Triathlon-Räder ganz, ganz lange aus und ich finde es super, wenn man immer wieder mal auch noch ja, die alten Kandidaten hier sieht. Tut's genauso. Als ich hier vorbeigegangen bin ich hängen geblieben und habe gesagt, das Design habe ich schon mal irgendwo gesehen. Das Canyon kennst du irgendwoher. Und dann wusste ich auch woher. Ist einfach, steht auf dem Oberrohr. Laura Philipp, ihr altes Rad von Hawaii, 2019, wenn ich mich nicht irre. Hier auch mit den, damals mit den Prototypenreifen gebrandet, auch mit ihrem Namen drauf. Und es ist tatsächlich wirklich noch immer genauso in dem Zustand, wie sie es damals gefahren hat. Man sieht hier noch die Aerobox, die da eingepasst wurde, die es nicht gab. Der Cobb 55, ihr Sattel. Hinten ist ein neuer Reifen draufgekommen, beziehungsweise auch mit der Scheibe. Steht zwar DT drauf, ist aber eine Lightweight-Scheibe. Das war damals so, das hat man einfach da so draufgeklebt. Und auch ihre Kick-Ass-Aufkleber, die sieht man unten noch an der Kettenstrebe und hinten auch sogar am Schaltröllchen. Ist alles ein bisschen abgekratzt, hat ein bisschen gelitten mittlerweile, aber ein Rad mit Geschichte. Definitiv eine coole Karre, Laura Philipp ist nicht da, aber ihr altes Rad.
ich guck gerade. Es ist auf jeden Fall minutiös ausgearbeitet. Hier hängt ein Plan auf dem Vorbau, wo genau drin steht, wann, was, bei welchem Kilometer. Bisschen klein geschrieben für meinen Geschmack. Mal gucken, aber sogar mit Uhrzeit, wenn ich das richtig sehe. Also mit Stundenangaben, wann, was, wo rein muss. Es ist allerdings so viel hier aufs Rad geklebt, dass... Ah, es ist beschriftet. Okay, es steht schon drauf. Dann weiß man genau, wann man wo hingreifen muss. Also, 11, 12, 13, wer bietet mehr? 13 ist, glaube ich, top. Bei 13 muss man im Ziel sein. Pull hier. Bananenriegel. Partnerlook. Ist auch stark. Muss man auch erstmal hinkriegen. Sehr nice auf jeden Fall. Einmal mal im Doppelpack gekauft, aber unterschiedlich ausgestattet. Sehr, sehr interessant. Ja, 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 da gab es einen Powermeter vorne. Zumindest bei dem größeren Rad. Mal gucken. Ansonsten Doppelgänger. Quintana Roo. Das ist auch ein echter Klassiker. Quintana Roo. Ich hoffe, jetzt hier jetzt keinen Blödsinn, war die erste Triathlon-Marke überhaupt. Von Dan Enfield damals gegründet. Und ja, einer der ersten, der sich ganz viel Gedanken über Triathlon-Geometrien gemacht hat. Und ja, schön nochmal zu sehen, dass es sie noch gibt. Die alten Varianten, die neuen gibt es natürlich auch. Ich würde sagen, bei den Age-Groupern sind wir jetzt durch. Und jetzt gehen wir in das Allerheiligste, da wo der richtig heiße Scheiß steht, zu den Profirädern. Oh, was haben wir hier Feines? Mit der Nummer 1, das Rad von Patrick Nilsson. Er ist schon bei der Weltmeisterschaft gefahren, damals leider nicht ganz ins Ziel. Ich habe ihn schieben sehen am Straßenrand, DNF. Am Sonntag will er es besser machen, hier im Rennen. Und das Besondere an dem Rad ist, dass es einfach wirklich das einzige Rad auf der Welt ist, das es gibt von diesem Rad. Er hat tatsächlich, ist er Mitglied des BMC-Teams und hat aber in einer langen Aktion wirklich ein eigenes, designtes Rad bekommen. Und an dem Rad ist wirklich nichts von der Stange fast, kann man sagen. Ja, es ist tatsächlich so, wenn wir einfach mal durchgehen, ja gut, wir können am Cockpit anfangen und da wird's schon wirklich wild. Es gibt hier unterschiedlichste Lösungen, ist auch alles ein bisschen angeschrammt. Das sind 3D-Drucker-Produkte, die so angepasst werden, wie man sie braucht. Auch hier auf jeden Fall mit verschiedenen Lösungen. Ähnlich wie wir es von Jan Frodenos Canyon kennen, hier vorne eine Lösung, die beiden Shifter hintereinander, sodass man im Prinzip nur noch einen Bar hat vorne, um den man die Hände schlingt. Es ist immer gut, wenn der Wind quasi außenrum greifen kann und wenn man gar nicht zwei hat, sondern nur einen. Die Arme liegen hier auf den Schalen, alles ist gedruckt, alles ist angepasst, der Tacho, alles ist, ja, ein bisschen geschnitzt sieht es aus, aber so ist das bei Prototypen, ne? Hier haben wir einen riesen Tank. Hier unten sieht man auch nochmal den Einfüllstutzen. Alles ist verkleidet hier, der Schlauch, der hier unten rauskommt. Das gleiche sieht man unten. Das ist auch relativ neu, dass die Schaltröllchen hier wie mit einem Flügelprofil abgedeckt sind, da wo sich's dreht. Das werden wir nachher auch noch häufiger sehen. Ja. Reifen scheint ein Sponsorthema zu sein. Also, Füchse haben es an dem Profil schon erkannt, dass es Conti-Reifen sind. Da hat man einfach mal den Edding rausgeholt und das hier übergepinselt. Denn, naja, manchmal ist das so, ne? Wenn man keine Verbindung hat zu einer Firma, dann wird der Edding rausgeholt. Teamkollege Christian Hungenau, deutlich, na, sagen wir, abgespeckter, standardmäßiger unterwegs. Na, er hat hier, wenn man hier guckt, gibt es natürlich auch am Cockpit, gibt es kaum einen Profi, der das so lässt, wie er hat. Er hat hier auch neue Armschalen, eine Trinklösung zwischen den Armen, weil das Rad kein Trinksystem hat, kein integriertes. Ansonsten interessant noch zu sehen, hinten gibt es keine Box für Tools und so weiter. Das ist abgeklebt. Die wären normalerweise, hätte man da die Möglichkeit gehabt, die dahinter zu tun. Das sieht man jetzt hier nicht. Ansonsten eigentlich ziemlich clean. Fährt eine One-By-Lösung, das heißt nur ein Kettenblatt, auch ein ziemlich großes.
Dann müsste man mal gucken, ob man sieht, wie viele Zähne das hat. 58, meine Güte. Also, das wird das Battle morgen der Jungs mit den kräftigen Beinen. 58 Zähne, hätte ich gesagt, ist schon das meiste, was es hier gibt. Ich habe aber noch eins mit 58 Zähnen entdeckt. Das gucken wir uns gleich noch an. Keine Überraschung mittlerweile mehr. Bei den Frauen sehen wir gleich noch ein paar davon. Canyon. Es ist relativ bei vielen deutschen Athleten, sieht man halt eben das Topmodell der Koblenzer Firma. Wir haben hier das Rad von Nils Frommhold. Eigentlich auch relativ von der Stange. Da kann man sagen, keine großen Veränderungen dran. Eine Besonderheit, die hier auffällt, ist, es gibt bei vielen die Bestrebung, das Cockpit von unten zuzumachen, aus Aero-Gründen. Hat man eigentlich auch so zum ersten Mal im großen Stil bei Jan Frodeno im Allgäu gesehen, als er da die Weltbestzeit angegriffen hat. Da hat er es mit Carbon verkleidet, bekommen ein neues Cockpit. Den Effekt, das dicht zu machen, kann man auch mitnehmen, indem man das macht wie Nils Frommhold. Ganz normales, schwarzes Duct Tape. Dem Wind ist es egal, an was er vorbeistreicht, sage ich immer. Ob es aus Carbon ist oder aus Folie, spielt da erstmal keine Rolle, aber es ist von unten zugemacht. Gleich hier in der Nachbarschaft, die Maschine von Boris Stein, auch komplett aufgeräumt, kein Schnickschnack dran. Eigentlich auch relativ von der Stange bis auf das wahnsinnig große Kettenblatt. Da lohnt auf jeden Fall nochmal ein Blick drauf auf auch 58 Zähne ausgefräst und auch One-By, das heißt kein normales Dura-Ace-Blatt, wie es auf der Kurbel steht, sondern es ist halt ein ausgefrästes Blatt, das heißt mit einer speziellen Zähneform. Das Zahnprofil ist so, dass die Kette auch hält beim einen Blatt, denn normale Blätter sind dafür einfach nicht gebaut. Da fällt die Kette irgendwann ab und deswegen braucht man, wenn man es wirklich sicher fahren möchte, dass die Kette nicht abspringt, eben diese Zahnprofile auf dem Kettenblatt. Und zu guter Letzt haben wir hier das Rad der Top-Favoritin bei den Frauen, die Maschine von Daniela Bleimehl. Auch eigentlich relativ clean aufgebaut und clean ist auch das Stichwort. Daniela Bleimehl, habe ich mir sagen lassen, von Jens Neubert, dem Mechaniker von Canyon, fährt eins der gepflegtesten Räder überhaupt bei den Profiathleten. Da sagt er, da ist kein Staubkorn dran, wenn er das mal in die Finger kriegt. Und das können wir bestätigen. Ich war vorhin da, als Daniela das Rad hier reingeschoben hat, auch nochmal schön darauf geachtet, dass keine Steine auf den Reifen sind. Einmal alles gecheckt, dass sich nicht jetzt schon irgendwo hier was reingeklemmt hat. Ich wette mit euch, morgen früh wird das alles nochmal kontrolliert, ob da was dran passiert ist. Ansonsten kann man sagen, auch hier keine großen Zaubereien. Auch hier haben wir den Abweiser Drag to Zero entwickelt hinten über den Schaltröllchen. Ansonsten, ja, behandelte Kette, aber das ist mittlerweile fast schon Standard. Was noch auffällt, sind die Reifen. Das sind tatsächlich Prototypen noch in dieser Version, schimmern so ein bisschen gräulich. Das haben wir auch schon in St. George gesehen. Das sind halt tatsächlich wirklich neue Reifen von Schwalbe, die ja eben diesen besten Kompromiss aus Rollwiderstand und aber trotzdem noch ein bisschen Pannenschutz bieten sollen. Wir haben uns die von innen mal angeguckt. Man kann da fast durchgucken und trotzdem können sie halt so tubeless gefahren werden, dass sie auch dicht sind und sich mit Milch zusetzen. Also, das fahren einige Profis mittlerweile und das ist halt eben das Schöne. Irgendwann kommt es dann auch bei uns normalen Age-Groupern an. Das soll es gewesen sein hier aus der Wechselzone. Ich gehe, glaube ich, einfach nochmal durch und gucke es mir alle nochmal an und dann bis sie mich rausschmeißen und wir kommen morgen wieder, wenn dann die Profis hier zu ihren Rädern gehen und wenn die Race-Action beginnt.